und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket Leago mit einem sehr bekannten Gesicht, nämlich den Jonas. Hi Jonas, wie geht's dir? Hallo Steffen, alles klar bei dir? Bei mir geht's ja auch gut. Und siehst du überhaupt mein Gesicht? Also, weil eigentlich sind wir ja Autos, ne? Ja, aber Autos haben auch Gesichter, wusstest du das? Ja, scheiße. Oh, nein, ich hatte Loser. Ihn! Ey, ich hatte ihn so perfekt, weißt du, so schön gebremst, ja, komm, den Ball. Brauchst du jetzt gar nicht rausgeben. Und er hat ihn nochmal nachgeschossen. Hier, guck dir das an. Wunderschön, das war Schönheit pur. Oh, was für ein... Dafür habe ich noch nicht mal eine Parade bekommen, also Rocket League, ja. Ändert das Bild den nächsten Update, dass ich nur noch Paraden bekomme. Okay. Jetzt extra nur für mich, ja, weißt du. Was ihr alle nicht wisst, ich bin ja von Rocket League, also von den Entwicklern. Ja, ja. Deswegen, ja, deswegen spielt er auch so gut. Tore, weil ich deswegen hacke. Spielt er auch so gut. Ja, genau. Guck mal hier, jetzt haben wir wieder gehackt. Das war ein Fly-Hack. Aber Jonas hat leider... Genau, sein eigentlich kann man hier gar nicht fliegen. Genau, das ist in diesem Spielmodus gar nicht möglich. Alter, wie ich ihn weggerammt habe. Wie assi Alter, war wie das ein Tor denn? Habe. Guck dir das an. Guck hier. Dieses Tor an. Ich spiele und jetzt kommt der andere da, ich ramm ihn einfach weg. Oh Mann, das war also schönes Tor, Jonas, Props an dich. Macht nicht jeder, also muss man ja mal du sagen. Du bist echt krass Trupp heute. Du bist in Trupperform. Hä, was war das? Hilfe, ich fliege. Wollen wir mal die Regel einführen, immer der rechts steht vom Ball, darf spielen? Nee. Wieso? Das wird zu kompliziert. Na, wenn du rechts bist, dann fährst du einfach. Der andere kann sich ja nicht in der Zeit boosten. Alter, schon wieder eine Vorlage. Was ist denn los mit uns heute? Wir spielen natürlich wieder auf höchstem Niveau, wie immer, wenn Jonas dabei ist. Und ja, da sieht man. Easy gehalten. Und nicht mal Befreiungsschlag, Alter. Rocket League, ich will meine Punkte wieder haben. Und mein Geld. Scheiße. Der war schick, der war richtig schön. Danke, danke, danke. Dafür habe ich 3 Jahre lang geübt. 3 Jahre lang Rocket League Profi gespielt. Ja, so siehst du auch aus. Ich weiß, du bist schon 3 Jahre draußen, ich weiß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es. Oh nein! Hier nochmal Vorlage. Scheiße. Oh nein! Hier nochmal. Oh ja, jetzt war ich an dem falschen Ufer. Steffen ist am falschen Ufer. Ey, das ist voll der geile Name, voll der geile Titel, ja. Steffen ist am falschen Ufer. Easy! Steffen und das falsche Ufer. Easy! Easy. Aber mal gucken, ob die jetzt auch aufgeben. Nach, keine Ahnung, nach 2 Minuten oder so steht es ja schon 3-1. Aber oh. Ja, hallo Juli. Ja, ich nehme gerade mit Steffen auf. Schön, oder? Ja, kannst du mal Juli fragen, ob sie irgendwas zu dieser Folge sagen möchte, damit das auch drin ist. Ja, ich muss mich bewegen, sonst werde ich aus der Runde geschmissen. Das kann ja, ich machen, wenn wir wieder ein Tor schießen. Redest du mit Juli gerade? Hätte ich nicht. Hä? Ich verstehe dich gerade nicht. Ich hatte gerade eine Sprachnachricht gemacht, Mann. Achso, ich dachte, du telefonierst mit ihr. Scheiße! Oh Gott! Alter. Oh, um Himmels Willen! Warum bist du so grundlos gut? Ja, wir haben uns nicht heute mal vorgenommen, nicht schlecht über den anderen zu reden. Halt die Fresse. Ja, siehst du, das kann man als positiv sehen. Vielleicht wäre mir damit sagen, dass ich weniger reden soll. Ja. Dann weiß ich nicht. Das meine ich. Rede weniger. Okay, ich bin ruhig. Okay. Ich übernehme jetzt den Kanal von The King Lasko. Jetzt heißt er The King Lasko. Das ist der Ball Gottes. Ja. Einer der Gründe, warum ich keinen YouTube-Channel habe, ist, dass ich nicht weiß, worüber ich alleine reden soll. ja, also mein Name ist Jonas, ich bin 17 Jahre alt, spiele ab 18 wie GTA, wie ein richtiger Bad Boy. Spiele in einer richtig krassen Metal-Band und kauf unsere CD. Steffen, du darfst wieder reden, ich erlaub's dir. Ja, du wusstest mir, was du sagen solltest. Das war dein Problem. Easy Fallrückzieher, Alter. Und du verschießt ihn einfach. Ja, ich wurde abgelenkt von der Sonne. Unter Wasser. Ich hätte 3-2. Nein, 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 nein. Jonas, alles klar!
Du bist so gut, Jonas! Schöne Grüße von Juli. Ja, willst du irgendwas in diese Folge sagen? Weil Steffen hat gefragt. Alter, jetzt redet er schon wieder mit der. Ohne Witz. Wieso steht denn... Oh, 3-3, Alter. Jonas. Aufpassen. Ja. Aufpassen. Ja. Ich merke, wie du aufpasst. Geh ins Tor. Da, wo du hingehörst. Ich schieß lieber ein Tor. Merk schon. Wie willst du davon... Das ist schön. Schön, Steffen. Ich hätte ein Tor geschossen. Hättest du nicht. Ich hab dir nur eine Blamage hier. Schon wieder, Alter. Guck mal, wie du gerade verkackt hast. Wie du gerade wunderschön gespielt hast, meinte ich. Danke. Bitte. Oh nee, ich war immer schneller. Egal, ich hab ihn dafür gedreht. Wow. Jonas, spiel schlechter. Nein! Jetzt konzentrier dich, du Arsch. Wieso ich? Du bist hier so gut. Nicht ich. Ich fliege. Ich auch. Hinter dem Horizont. Das war klar. Ich wusste den Songtext nicht, deswegen habe ich einfach nur in deinem Horizont gesungen. Hätten wir auch geboost. Wo ist der Ball? Mitte! Spiel gleich Mitte! Oh, Scheiße. Das wird wohl nichts. Boah. Wow. Geile Parade. No. Oh! Digga! Da war wieder die Glanzparade am Start, Kollege. Kannst du ruhig mal eine Scheibe von mir abschneiden? Ich bin schneller als der Blitz. Wir haben noch 13 Sekunden, um Tor zu schießen. Also. Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen konzentrieren, Jonas. Okay. Jetzt mach ihn. Ich dachte, du bist so gut im Tore schießen. Ja, stark, Jonas. Easy. Kannst du jetzt alles blau färben, damit wir gewonnen haben? Genau, wir haben gewonnen, meine Damen und Herren. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und möchtest du noch jemanden grüßen, Jonas? Ich grüße meine Oma und meine Mama. Gut, das war's dann auch schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao.